Liebe Ruris, Pottis Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde, Glück auf und frisch auf von Zollverein. Wir sind heute ja nicht alleine, denn der Christian von Geh raus ist heute mit dabei, leider ohne die Carmen. Und wir erkunden heute zusammen die Industriekultur. Erlebnisraum Zollverein. Wenn ihr Bock habt, kommt mit, auf geht's. Sag hallo, Christian. Guten Tag. Sag hallo, Annika. Hallo. Auf geht's. Ja, das ist Geh raus in the making. Christian hier in Action. Wie die Fototouristen stapfen wir hier durch den Schnee. Das hört sich ganz wunderbar an. Es ist unglaublich trocken und wieder knackekalt. Klirrend kalter, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Besser kann das Wetter hier nicht sein. Ja, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen schaukeln, oder? Auf geht's. Ja. Ja. Oh. Riecht hier nichts. Boah. Ist hier schwindelig? Ja, ziemlich. Boah. Höhenangst kommt raus. Höhenangst auf jeden Fall. Aber schaukeln macht Glück. Ja, ja, sehr. Tief. Wenn man so nach oben guckt, müsste man mal eigentlich von hier oben machen. Oh. Das ist so gut, die Perspektive. Musst du mitnehmen. Ah. Ja, das ist schon. Das ist schon super. Ah. Ah, ich hab Spaß. Ah. Hör mal, eine Stunde später könnt ihr mich wieder abholen. Telemarklandung. Winter auf Zollverein. Schöner kann Essen gar nicht sein. Potteinander unterwegs. Heute mit Christian von Geh raus und die Annika von Potteinander. Ja, herrlich. Ach, das macht Spaß. Leider können wir hier diesen Pfad oben nicht laufen. Abgesperrt. Corona oder Rutschgefahr, man weiß es nicht. Egal. Wir gehen jetzt mal Richtung. Was ist es denn? Darüber. Ab zur Eisbahn. Schade. War dies Jahr oder letztes Jahr auch nichts. Werkschwimmbad auch ausgefallen. Naja, kann man nichts machen. Ah, 16 Grad war das Wasser damals. Kalt, als ich da reingehüpft bin. Legendär. Würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Übrigens auch auf meiner To-Do-Liste. Oh! Ich mach mal den Kamerawinker. Den Blinker oben. Also ich bin ja dein One-Take-Wonder, ne? Ich gar nicht. Ah, herrlich. Immer aus dem Bauch raus agieren, ne? Der Rest wird rausgeschnitten. Ja, Freunde, wie gerade schon mal unterwegs.
Jetzt ja, weißt du, was ich so geil finde? Nee. Wenn man die gleiche Tour läuft, ja, mit zwei Kameraleuten, ja, wenn man zwei Videos, das ist ganz herrlich. Dann fragst du dich, wo war der Kollege da gerade? Das ist echt witzig. Also ich finde das super. Ich denke, da kommen noch mal ganz andere Dinge bei rum. So, und hier wäre eigentlich die Eisbahn gewesen. Ja, Corona-bedingt. Hier habe ich, glaube ich, schon mal so Eisstockschießen gemacht. Ja, das ist auch super. Mit drei Atü auf dem Kessel kommt ja, das richtig genau gut. Von der ganzen Rumalberei ist mir total warm geworden. Abgesehen davon ist halt wirklich allergeilstes Wetter. Abgesehen davon, dass mein Auto einfach nicht angesprungen ist heute. Schade, schade, schade. So ist das nun mal. Du kannst mein Auto loben erwähnen, wie gut es angesprungen ist. Ja. Der Rolf Golf ist angesprungen. Aber die Guste ist liegen geblieben. Verdammt. Ja gut, das ist halt schon eine Oma. Die hat sich bestimmt erschrocken, dass das so kalt war. Als Garagenwagen. Ja, hier dann die Eisbahn. Ja, wenn man dazu verweist sieht, dann ist das schon schade. Ich habe ja auch echt voll gerne immer meine Runden gedreht. Zuerst auch mit Pinguin als Hilfe. Ja, und ansonsten, wenn man ganz still ist, dann kann man auch noch die Eisdiskothek hören. Ja, da sind auf jeden Fall total viele krasse Eisläuferinnen und Eisläufer gewesen. Lass sie mal so 12 Jahre gewesen sein. Hör mal, die Hammer, was die alles da auf die Kufen gestellt haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie ein YouTube-Video entsteht, da vorne ist der Christian und er dreht schon die dritte Klappe ab. Ne, ganz souverän, das wird wieder ein geiles Video, ich freue mich drauf. Geht mal auf seinen Kanal, abonnieren, liken, kommentieren, nicht vergessen, geh raus auf YouTube, der Christian. Ich muss ja gestehen, dass ich hier in diesem Winkel von Zollverein, also ganz besonders hier, glaube ich, noch nicht war. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Hier ist tatsächlich auch jede Menge los. Also eine Autoszene sehe ich hier gerade. Da vorne ist eine Foto- und Video-Creator-Szene. Da drüben das Parkdeck. Ja, also ist geil.
Bin ich nicht im Solarium, dann bin ich auf dem Sonnendeck. Ja, wie geil. Das ist ja hier fast wie auf dem Traumschiff, ne? Ein paar Liegestühle hinstellen und Sonne genießen. Jetzt ein Gaskocher dabei. Ich habe heißes Wasser dabei. Und ich habe einen zweiten Becher mitgenommen. Lieber festhalten. Darf jetzt auch nicht nach hinten gucken. Schieb an! Morgen! Eine Treppe führt jetzt nicht. Voll steil. Kann er gar nicht. Ich kann da auch nicht runterkommen. Ich kann auch nur sicher von der Gänse auch wieder runter. Guck dir das mal an. Das ist ja hier wie auf dem, wie heißt das, auf dem Donnerbalken hier auf Skischanze. Oh. Aber soll das hier. Die ziehen da diese Loren immer so ein Stückchen irgendwo an so einen Teil hoch. Ja, das sieht aus wie im Lapadu. Ja, wo die diese großen Loren nach oben gezogen haben. Keine Ahnung. Ja, ich werde hier auf allen Vieren rückwärts wieder runterkriechen jetzt. Herrlich, hier fast schon Abenddämmerung. Tolles Licht, ganz wunderbar. Um 16.27 Uhr. 16.27 Uhr ist der Hammer. Ja, gut. Ist ja schon hier Glühwein stand, ein paar Nüsschen, Bratwurst. Ach, schöne Currywurst, das? Boah, ja, Currywurst, super. Oh. Ach ja, da geht das Herz genau auf, ne? Hab ich gedacht, zur großen... Jo, take two. Jo, unsere kleine Zollvereinrunde neigt sich langsam auch dem Ende. Bei allerfeinstem klaren Winterwetter haben wir hier einen ganz hervorragenden Rundgang zusammen gemacht mit dem Christian von Geraus. Ja, und der Strömi von Potternander. Wie gesagt, Zollverein immer wieder nicht nur ein Spaziergang wert, ja, sondern einfach hinkommen, verweilen, genießen, Industriekultur erleben und wenn die Museen auch wieder aufhaben, dann lockt mich auch wieder das Ruhrmuseum, das Red Dot Design Museum. Wie gesagt, das vermisse ich echt richtig hart. Ansonsten geht es jetzt langsam wieder ab nach Hause und mal gucken, ob ich die Guste wieder reanimiert kriege. Ne? Einmal wieder anlassen. Okay. Macht es gut, bleibt gesund, vergesst das rausgehen nicht und bis bald, euer Strömi von Potternander. Bye bye.